Abraham, der K.O.-König. 15 von 16 Kämpfen hat er vorzeitig beendet. Unerbittlich sein im Ring wie im Leben. Oh, nice little right there. Well, that's interesting. Oh, goodness, a left hook. Come up. Well, this will be a two-point round now. Oh, he's got him again. He's got him again. Right hand. So. Und sehr schön zum Kopf. Sehr schön reingesprungen mit links und getroffen und damit rechts hinterher. Und jetzt steigt er hinterher und er kann bedingungslos sein in seinen Schlägen. Diese Aktion. Und Abraham macht denn da auch mit. Jetzt haben sie das Treffer zum Kopf. Sehr schön von Abraham gelöst. Sekunden in dieser siebten Runde. Klare, schwere Hände von Eastman. Aber dann ist Abraham wieder da. Die spektakulärste Runde. Fähigkeiten möglich. Wir sind schon fix und foxy hier in diesem Kampf. Aber jetzt noch einmal Arthur Abraham mit den besseren Händen. Und sehr schön mit der rechten Wirkung. Sehr schön. Die sind beide total alle. Im Moment liegen die Vorteile wohl bei Arthur Abraham. Und der startet jetzt nochmal zu einer Schlussoffensive. Verlässt sich nicht auf die Defensive. Bei diesem intensiven Fight haben sich beide Boxer ihre Auszeiten genommen. Angesprochen worden. Aber natürlich kann er es nicht nur von hier auch in dieser zweiten Runde. Von außen. Das Zeichen kam natürlich von Olivier. Harte linke Hand. Wirkungstreffer bei Kingsley Ekeke. Nachgesetzt mit der rechten. Ist das schon die Kampfentscheidung? Jawohl, es ist sie. Edison Miranda. He missed it by about two. By Abraham here in the final second. Miranda, Abraham comes back. Good right hand there by Abraham over the top. Now he goes to the body against Miranda. And now it's Abraham on the attack. Firing left. Good counter shots there. Final seconds of good punches, hooks, uppercuts, etc. But there's that right hand by Abraham, a big one. Excellent sequence for Abraham here in round four. Stunned the challenger. Free swinger, a live wire, left hooks by Abraham, followed by a straight right hand, right down. Situation looks fired up, perhaps sensing the urgency, trying to. And low blows. Miranda's certainly doing well in those early rounds. Abraham's having himself a good round. Look at this finish by Arthur Abraham. His timing with the right hand over the top is not a thing. As he steps in and the man slows down. Stalking Abraham so far. Right hand and looking dominant. Oh, another right hand. Beautiful shot. And Demare is trapped. And he's in trouble here in the third round. Arms down. Defense gone. Never been in this deep. Can he cope? And there's nowhere to go, and the referee is taking a close look. Oh, right hand! Das brauchen wir gar nicht, wir müssen nur sehen. Ja. Eigentlich dreht Arthur dann ab und in dem Moment zieht er nochmal nach. Da. Das ging jetzt so schnell, in der Zeitlupe wird man es erkennen. Da. Es sieht gar nichts kommen, der Kohlen kommt hoch. So he's been in there with him before, body share in the early going. Same. Oh, that's true. That was a right hand, but... That's the fourth time. Miranda's down. Make it number five now. He's down two times. He's down two times here. He's down for a third time. And it's over. Und die Gegner mal ein bisschen offensiver gestaltet vorstellt, so zum Beispiel. Der direkte Vergleich selbst entscheiden, aber Sie können sich ein Bild machen, was Ihnen besser gefällt. Dieses Boxers in der Beziehung. Bereits das eine oder andere gesagt. Aha, der sich mit seinem ganzen Körper reinstellt. Schwere linke. Sehr gut. Aber richtig von Arthur Abraham, dass er jetzt hier wieder mehr Dampf macht. Stoppen. Sieht so aus, als ob er wach geworden ist, der Arthur Abraham. Linke. Achtung. Ora wackelt. Geht er die Runde noch?
Wenn er hier nochmal zu Boden geht, dann hilft ihm auch die Pause nicht, falls er nicht wieder hochkommt. Wieder schwer. Er ist beeindruckt. Sein. Er will seinem Kampfnamen der Löwe Ehre machen und die hat er bisher schon eingelegt. Aber er scheint noch so klar zu sein. Nein, jetzt ist Schluss, glaube ich. Ich glaube, jetzt ist Schluss. Komm auch noch wieder auf. Aber jetzt muss es doch vorbei sein. Ist einiges gewöhnt und lässt nochmal Walter kämpfen. Jetzt kommt das Handtuch aus der Ecke. And plus more aggression from Abraham. Big right hand. Another right. A left hook fist. Even though there's no clean shots landing. Good in the yeah, judge's eyes. For the judge. He's busy. Wow. Yeah. And right now, Durrell is well in this tournament. And tonight, he's doing it. And now he's also showing power, too, tonight. Abraham had him against those ropes. Abraham faces a bloody mess right now. Oh, he popped him. I know that he does that. Abraham's a powerful man, so don't count him out of this fight. I mean, the referee didn't call it. And Abraham at this point in the fight. Look out. Down goes Durrell, but it's maybe he's right. No, we see the replay, but right now, Durrell's got some problems. I think it was a combination. Was it a knockdown or not? Abraham's showing some powerful punches. We could feel tenacious, straight right hand by. He lost the point for holding in the frostbite late in the fight. He slips again. Oh, that was a foul. That's a foul, and if he's knocked out, Abraham should be disqualified. Aber die hatte jetzt schon ein bisschen mehr Dampf und die Serie ist jetzt gerade den aufwärts gebaut, dann das Haken in dieser Augengeschichte. Abraham gefällt mir heute sehr gut. Aber trotzdem ist das, was dann kommt, stark. Und jetzt ist er in. Der Hände mit super viel Druck hineingeschlagen von Arthur Abraham. Auch dieser rechte Kopfhaken. Aber was für ein Kämpfer. Mir hätte es gereicht. Ich bin sehr einverstanden. Danke, Marc. Weltmeister im Supermittelgewicht nach Version der WBO. King Arthur Abraham.